drei Busen ist dann hier, dann ist es das Gewebe. Und wenn du das komplett außernimmst, dann konntest du sie nach innen drücken. Bei mir hat es kostet 3000 Euro und ich bin im fucking Thailand, Alter. Weißt du, was ich meine? Da sagst du zu mir, das ist alles nichts gut hier. Reiß die Busen auf. Ich bin nach 10 Tagen wieder umeinander gesprungen. Er ist nach 3 Wochen immer noch nicht umeinander gesprungen. Völlig vernebelt. Denk mir so, ich mach bieseln. Ich hab ein Flaschenbiesel. Ich hab bieselt so und biesel. Und dann denk ich mir so, Alter, ich will ohnmächtig, glaub ich. So, ich konnte nicht einmal fertig bieseln, sondern ich mach jetzt einfach meinen Zipfel wieder einpacken schnell. Bumm, haut's mir zusammen. Jetzt sag ich so, jetzt, das ist der ganz wichtigste Punkt auf dieser Welt, ist folgender. Wenn du Probleme hast, dass du ins Freibad gehst oder irgendwo raus und dein T-Shirt ausziehst, weil da diese Gyno ist, dann geh sofort und unternimm was. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Schau, das so. Da ist der Süßstoff drin. Und Lieferung, Tee. Lieferung so aus Deutschland. Fencheltee, Alter. Fencheltee, Grüntee. Da zahlst du nämlich hier, wie viel zahlst du pro Backe? Ja, 10 Euro. 10 Euro. Meine Posinghosen. Oh mein Gott. Von die Arnold. Und? Ich hab extra meiner Tee, Alter, halt. Ich hab extra meiner Mom gesagt. Ich hab vorher auch noch Tee von Deutschland. Ich hab extra, du hast außer aus der Verpackung, weil aber sonst haben wir nicht so viel. Aber jetzt, pass auf, weißt du übrigens, das, Herzog, Lipton Pfefferminztee haben sie jetzt hier. Eine Backe für 99 Baht, das waren 2 Euro, das kann man sich gerade reingelassen. Also da ist wahrscheinlich dann den Aufwand nicht mehr wert, es von Deutschland extra hier rüber zu schicken. Das stimmt. Das Backe hat jetzt sage und schreibe nur 1,5 Wochen braucht. Echt? Ja. 39 Euro kostet das, so 42. Express. Ja, so 42 ja. Express. Und, sechstes, da haben wir einen Sierstoff. Den Flüssigen haben wir nicht betreut, weil das war zu viel Gewicht. Mhm. Und da habe ich dasselbe Backe nochmal. Was sagst du an Tee? Das ist Sprite und Wasser und so. Not Sprite, was ist denn das? Fanta? Ich hab dasselbe Geschmack. Ohne Schmarrn, wenn ihr mal Hunger habt. Ja, Sauerbs. Einfach ein bisschen Zierstoff drin, ein Tee, Sprite, dann schmeckt da noch so ein bisschen ein Sprudel drin und dann schmeckt das brutal. Johann, wie geht's dir in der Brust? Kann man das so sagen? Ja, gut, das ist die wo am langsamen Verhalten ist, oder? Die ist die, wo ein bisschen hieß. Und die ist die, wo gut ist. Wir haben gestern so geschmatzt, das ist aufgefallen. Wir haben beide jetzt in den letzten 1,5 Jahren, gut, du in den letzten 6 Wochen, eine Brust-OP, ja. Und eine Bauchnabel. Und Hörnie, eine Bauchnabel-OP, ja. So, aber bei uns hat es ein bisschen unterschiedlich gedauert. Er ist schon wieder auf die Haxen. Ja. 7 Wochen noch. Bizepsabriss. Und jetzt habe ich das Gefühl, also wirklich jetzt seit 1-2 Tagen habe ich das Gefühl, jetzt geht irgendwas wieder. Also es hat sich irgendwie. Gestern hat er schon Curls gemacht. Es hat sich wieder was getan. Hast du eigentlich was berichtet von unserem Blutbild oder hast du da schon irgendwas berichtet? Nein, Blutbild habe ich gar nichts berichtet. Also du hast ja das Video gemacht, dass wir das Blutbild gemacht haben. Video gemacht, was wir gemacht haben. Also, dass ihr kurz wisst, wir sind sehr gesund, alle beide. Obviously natürlich sehr gesund. Ja. Obwohl wir Bodybuilder sind und immer viel Hedel essen. Nein, wir haben halt alles checken lassen und so. Dann wäre so ein Marker halt gewesen, der gesagt hat, quasi, dass Apps mit dem Herzen wert. Der pro BNP. Pro BNP-Wert. Dann sind wir ins Krankenhaus extra und haben quasi nochmal ein Echokardiogramm von unserem Herzen machen lassen. Damit wir wissen, dass da auch nichts fehlt, weil ich einen Herzrhythmusfehler habe. Ja. Und er hat durch Vorhof. Vorhof Tachykardie, das ist irgendwie so ein Vorhof, kann man flimmern. Auf jeden Fall hat uns da beide kurzzeitig einen Vogel aus der Kaut. Und wir kriegen dieses Ergebnis. Ja. Und da war das halt. Bei mir war es so 50% über der Range und bei ihm war es irgendwie so 200%. Ja, Alter, und dann gibst du das in Google ein und dann sagen die, also wenn du das in Google eingibst, dann liest du quasi, du bist extrem krank. Also du bist wirklich am Arsch so ungefähr, liest du dann halt so. Also bei einem Wert von mir, den was ich da gehabt habe, das heißt quasi, du bist so kurz vorm Herzinfarkt so ungefähr. Entweder du hast einen Herzinfarkt gehabt oder du hast irgendeine andere Herzinsuffizienz oder irgendwie sowas. Genau, und dann habe ich halt nochmal extra gesagt, warum ich, dann geh zu dem Doktor im Krankenhaus und dann sagt er zu mir, ja. Fast jeder, der da kommt, hat das erhöht und so. Und dann machen wir halt das Echokardiogramm, dann hat man halt unser Herzkammer und zeigt Ende vom Lied ist, dass wir das jetzt quasi fertig haben und dass alles gut ist. Dafür mal zum Blutbild. Aber wir wollten mal eigentlich keine über Gyno-Operation reden, oder? Ja. Also ich meine, das mit der Gyno, das ist ja schon ein ganz schönes langwidriges Thema. Also jeder, der, glaube ich, ein bisschen so im Fitness-Bodybuilding drin ist, der kennt diese Thematik. Ja. Ich habe es immer ganz, also jetzt also Wettkampf, Bodybuilding-spezifische Schicht, habe ich die immer grausam gefunden, allgemein auf der Bühne, wenn irgendjemand eine Gyno gehabt hat. Ja. Das ist ein Präsentationssport, wenn du dann einfach so, da so, keine Ahnung, dass sie diese. Abgewertet. Nein, in Deutschland ist das echt, finde ich sowieso der Meinung. Ich glaube, dass es noch härter abgewertet wird in Deutschland als in manchen anderen Ländern. Ja, das stimmt. Ich habe zwar auch schon einige da oben gesehen teilweise, aber. Ja, also, jetzt wollen wir ja so anfangen. Also, für mich war das ja so, dass ich jetzt vor der Pubertät keine Gyno genommen, also Probleme gehabt habe. Aber bei mir war das so, weil ich habe angefangen, dann quasi halt Testo zu nehmen und.
Ich bin super sensitiv und ich habe da damals mit meiner ersten Ding, was ich gemacht habe, habe ich sofort meine Nippel haben brennt und alles. Dann habe ich, weil meine Oma hat mal Brustkrebs gehabt, kann ich so sagen, und dann habe ich von der Tamoxifen geklaut die ganze Zeit und habe das genommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, fuck that shit, Alter, das muss aufhören, ich konnte das nicht haben. Also seit dem Tag, wo ich in Verbindung gekommen bin mit Testosteron, habe ich schon übelste Paranoide gehabt von Gyno. Das war 2013, war das schon der Fall, dass ich in den Spiegel dann geschaut habe und habe mir gedacht, Alter, mein Nippel, den druckt sich irgendwie durchs T-Shirt aus und so. Weißt, und das hat mich psychisch echt fertig gemacht. Ja. Und dann die ganze Zeit habe ich mit diesen scheiß Arimidex und so umeinander gemessen, weil das war immer so, ja, keine Gyno bekommen. Da bin ich, da ist lieber der Östrogen ganz tief. Also das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Angst vor jedem, der das Ganze so irgendwie macht. Ja. Manche haben es auch von der Pubertät, von der Kindheit aus. In der Regel musst du sagen, wenn du mal sowas hast, wenn da mal irgendwas hingewachsen ist, dann ist es ein Gewebe, das vermutlich von selber nicht mehr so leicht weggeht. Ja, da ist halt die Drüse und die Drüse schwillt an und die bildet dann noch mehr Drüsengewebe. Und das war ja wie bei mir, also ganz ehrlich, bei mir war es so, das war halt der Knubbel, das war ja wirklich eine ganz minimale Gyno. Ja, und ich glaube, ihr habt es ja alle gesehen auf dem Video oder so, dass ich eigentlich wirklich keine Probleme gehabt habe. Also bei deinem YouTube-Video haben sie ja alle drunter geschrieben, dass da nie was erkennbar war. Ja, aber ich meine, das liegt daran, weil ich das immer so klein gehalten habe durch AIs. Also ja, und weil du immer ziemlich lean. Aber wenn ich einfach mal, dann habe ich wieder eine Woche lang alles weggelassen und so und habe ein bisschen mehr gegessen, dann ist der Knubbel einfach doppelt so groß geworden. Das war teilweise so, dass der in der Früh war der klar und auf der Nacht war der groß. Ja. Das war teilweise mit dem Injektionsintervall und so weiter, dann war das am Tag groß, am Tag klein. Und das hat mich halt einfach psychisch einfach echt nicht gefreut. Also das war einfach nicht gut, auf Dauer. Und dann halt einfach auch mit einer Freundin und so, dann willst du echt einfach dein Östrogen nicht die ganze Zeit so oben drücken, weil du dann einfach auch keine Lust hast zum Fegeln und so. Dann hast du wieder Probleme. Ja. Also das hat immer Für und Gegen, Für und Gegen. Also am Ende, wenn dir das Ganze stört, dann ist da nichts überblieben, dass du es rausschneidest. Das war mir dasselbe. Bei mir war es vor eineinhalb Jahren. Ich bin damals in Urlaub gefahren, habe eine gewisse Sache vergessen. Ja. Und dann ist diese Scheiße innerhalb von zwei Tagen gekommen. Ja. Ich war natürlich nicht daheim, keine Möglichkeiten gehabt. Es kommt, also brauchen wir nicht reden, braucht ihr nichts drunter schreiben, komplett selber schuld. Ja. Aber es war einfach dann da. Und es war auch nicht mehr. Ich habe einfach gewusst, gut, da kannst du jetzt vielleicht ein bisschen was beschönigen, wird ein bisschen kleiner, wird ein bisschen größer, aber am Ende musst du den Scheiß einfach rausschneiden lassen. Bei mir war es so, das kann ich ja sagen, jetzt mit dem Scheißdreck da, wo ich in Indien war für den Kinofilm, da sagen sie uns, drei Wochen ist der Aufenthalt, dann bringe ich halt alles mit für drei Wochen und dann sagen sie, wir müssen verlängern für drei Wochen, weil das alles nicht fertig wird. Und dann habe ich halt drei Wochen nichts gehabt und jeden Tag sage ich, hey, ich brauche das. Und die so, ja, morgen, weil so in Indien die ganze Zeit, das kann ich ja kurz sagen, dass da ist, also Zeitangaben sind da teilweise wirklich schlecht. Was lebe ich hier, oder was? Ja, so. Und innerhalb von einer Woche ist dieser Knubbel einfach, da war nichts und auf einmal war der Knubbel da und dann ist er Knubbel. Und wenn du da zusammendrückst und du hast da so ein kleines Ei unter deinem Nippel, dann ist da einfach ein Gyno und dann ist das nicht mehr großartig zu kaschieren. Deswegen werdet ihr auch auf der Bühne des Öfteren Leute sehen, die wo kleine Gyno haben. Weil jetzt kommt's, damals, wo ich angefangen habe, habe ich mir schon gesagt, vielleicht werde ich irgendwann an diesen Tag ankommen, wo ich es rausschneiden lassen muss. Ja. Und jetzt mittlerweile denke ich so gut wie jeder Bodybuilder, der bestimmt, keine Ahnung, über 10 Jahre Bodybuilding macht und wenn du halt einfach was nimmst und da halt dann teilweise nicht, was immer in Urlaub gefahren bist oder so, und schon hat es dich erwischt. Schon bist du dabei. Und es ist aber überhaupt kein großes Thema, denke ich mir. Ich weiß jetzt nicht, was es bei uns in Deutschland kostet. Also ich habe gezahlt damals. Bei mir war die Seite war recht groß. Die war kleiner. Ich habe beide rausschneiden lassen. In der Regel ist so, wenn du das so zum Isar lassen, ich meine, ich erzähle nicht auf uns, wir kennen uns sowieso nicht aus. Wenn du es rausschneiden lässt, dann kommt immer, ist das Risiko, dass es zurückkommt, ist da. Aber in der Regel, wenn das gescheit macht, dann passiert da nichts mehr. Nein, das ist eher so. Da ist die Drüse und dann ist das Gewebe. Und wenn du das komplett außernimmst, dann konntest du sie nach innen drücken. Also dann ist da innen ein Hohlraum. Das heißt, wenn jetzt das, dein Busen ist dann hier, dann schaut es aus, als wenn der so nach innen geht, wenn er alles rausschneidet. Wenn er nicht alles rausschneidet, dann kann es wieder zurückkommen. Genau. Also mir persönlich habe ich zu dem Doktor gesagt, schneid alles raus, Digga. Schneid's aus. Das geht lieber, schaut mein Nippel, druckt den nach innen, als wenn da jemals wieder was wachsen kann. Genau. Bei mir hat es dauert, normalerweise dauert die ganze Geschichte so zwei Wochen. Von dem, was ich gehört habe. Hat bei dir zwei Für Wochen. Für mich ja. Bei mir hat es
knapp 9-10 Wochen dauert, weil ich damals hat sich so eine, entzündet, oder? So eine Entzündung gehabt. Ich habe so einen Blutpfropfen drin gehabt. Den haben wir dann ausdrucken müssen. Auf jeden Fall hat sich das ewig gezogen. Also ich habe wirklich, meine Erfahrung damit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte keine Angst machen. Ist, man sagt dann eher, es kann ja auch gut gehen, musst du halt auch halten. Ja. Aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Bei mir ist es richtig scheiße gelaufen. Ich habe wirklich Schmerzen. Das der Nikolaus Iung, der Asiatische da auf Instagram, der hat mir auch geschrieben, wo ich das gehabt habe. Und er so, er hat dann innere Blutungen gekriegt und es hat sich entzündet und so. Das ist echt wieder Hit oder Miss. Ich bin, glaube ich, einfach gesegnet, dass ich eine sehr gute Wundheilung habe. Einfach im Allgemeinen alle Narben gewebt und so weiter. Sein Arm ist ja auch brutal gut verheilt. Also das hängt natürlich schon immer drauf ab. Wie ernährst du dich, wie lebst du allgemein, wie schlafst du, was hast du für Stress und so. Ja. Aber, also wenn's einfach sowas habt, dann lasst es und es stört euch oder ihr macht Wettkämpfe. Nein, es liegt nicht nur an dem, es liegt echt nicht nur an dem. Jetzt sag ich so, das ist der ganz wichtigste Punkt auf dieser Welt, ist folgender. Wenn du Probleme hast, dass du ins Freibad gehst oder irgendwo raus und dein T-Shirt ausziehst, weil da diese Gyno ist, dann geh sofort und unternimm was. Ich hab Kumpels daheim in Deutschland, weil der andere, der hat Gyno, aber das ist ein Pubertätsgyno, der hat nichts genommen und so. Und er schamt sich einfach immer, er will nicht ins Freibad gehen, er will sein Shirt nicht ausziehen, wenn du dann irgendein Mädel mit heim nimmst und so, wenn du dir dann einfach schamst, weil du die auszügst, weil dann deine Nipp, dann, und wenn es dein Selbstbewusstsein stark runterdrückt, dann musst du was unternehmen. Das ist dasselbe wie mit mir, mit meinen Zähnen. Das war immer eine unendliche Geschichte und ich habe nie ein tolles Lächeln gehabt, deswegen habe ich einen, hast du mich nie lächeln sehen. Und ich habe mir immer gedacht, fuck, ich kann nicht einmal mit einer Frau reden und einfach vor Herzen lachen, weil ich einfach keine schönen Zähne habe und so. Und das hat mir einfach mein Selbstbewusstsein gekillt. Und da ich dann die finanziellen Mittel irgendwann hatte, habe ich gesagt, ich ändere das, weil, und ich schwör's dir halt echt so, es ist 10-mal besser. Und ich weiß Kumpels von mir, die wo das dann endlich rausschneiden haben lassen, mit dem, dann hat schon 26, 27 und haben es dann erst endlich wegmachen lassen. Und auf einmal sind sie so glücklich, du kannst ins Freibad gehen, weil es ist nur du. Du siehst es im Spiegel und du siehst es und es macht dich fertig. Und es gibt dir einfach, du willst nicht unbedingt ein gemindertes Selbstbewusstsein haben, nur weil du da sowas hast. Natürlich, auf der anderen Seite ist das kein Ding oder andere sind übergewichtig und haben dick Busen und sowas. Also das sind alles nur Luxusprobleme, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Aber trotzdem, wenn dich das dann psychisch belastet, dann bitte versuch, dass du es richten kannst. Ich weiß zum Beispiel wieder jetzt, dass für den Techniker krank oder Techniker warst du? Nein. Ja, ich war für den Techniker, Ich weiß, irgendein Kumpel von mir, der Tarek damals in Regensburg, der hat das über seine Versicherung rausschneiden lassen. Weil normalerweise sagt die Versicherung nämlich, die übernehmen das nicht, weil das nämlich kein notwendiger Eingriff ist. Du musst es nur in einer geschickten Reihenfolge angehen. Ja, nein, dein Doktor muss einfach, du musst zum Doktor gehen und musst sagen, schau mal, Doktor. Wenn du das jetzt richtig hinbiegst, dass ich das immer das sonst bekomme von der Versicherung, dann hast ja du auch Arbeit und du verdienst auch was. Ja. Also Doktor, du musst nur hingehen und sagen, dieses Gewebe ist bösartig. Genau, und genau das geht's. Und dann muss es raus. Und dann macht er vielleicht nur, wenn es dann scheiße läuft, dann macht er vielleicht nur einen Hormonhaushaltspiegel. Ja. Also wenn er dann sagt natürlich, okay, du gibst was von außen zu, dann wird die Sache natürlich ein bisschen problematisch. Aber in der Regel kommt man das schon so dran, wenn man sich so richtig angeht, die ganze Sache. Und wie er gesagt hat, wenn euch das stört, dann braucht es auf gar keinen anderen Herrn, der dann sagt, ah, das ist doch nicht so schlimm. Ja, Wenn es dich stört, stört es dich. Das ist dasselbe wie mit dem Bauchnabel bei uns zwei. Ich meine, bei uns war es hauptsächlich wieder Optik. Ja, bei mir, also mein Bauchnabelriss, der war ja erst relativ klein. Deine und dann Ort, überhaupt eineinhalb Jahre ist der größer geworden. Und am Ende war das halt einfach eine dauerhafte Reindrückerei und so. Und wenn ich jetzt auch wieder Leute sehe, die wo da so eine fette Hörnier haben. Ja, da musst du es teilweise sechs durchs T-Shirt dann. Bitte Dodawuss, weil das Problem ist eher, wir sind Bodybuilder und du machst die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen und es ist halt immer nur das Risiko, dass dir da der Darm einzwickt und dann stirbst. Genau, das ist das Nächste. Und wenn es dir dann, bei mir war es ja so, dass mich das im Training immer behindert hat, dass ich immer dachte, oh mein Gott, zu schwere Übung, zu schwere Kniebeugen, viel Druck da drauf, und dann reißt es vielleicht und nur. Dann stell dir vor, dann trainierst du so, dann nimmst du dir das komplette Jahr, wenn du zum Beispiel Wettkampf oder wenn nicht Wettkampf machst, dann nimmst du dir vielleicht immer 20% Leistung weg, weil du mit dem Kopf nie dabei bist. Ja. Und das ist die nächste Sache. Mit dem Bauchnabel, das war eigentlich eine für mich entspanntere Sache wie die Gyno. Für mich war das theoretisch entspannt, aber meine Eltern haben mich daheim abgesetzt, die Story, nach der Operation. Die Story. Und dann heißt es im Krankenhaus, sagen die, 24 Stunden lang nicht alleine lassen. Ist wirklich so, ist wirklich also so. Man darf denjenigen, was macht mein Dad, holt mich aus dem Krankenhaus ab, setzt mich beim Büro daheim ab, macht die auf und sagt Servus. Und ich so, alles klar, gut, ich gehe ins Bett, dann wache ich auf, nach der Narkose war schon völlig vernebelt.
und denke mir so, ich muss bieseln. Ich habe eine Flasche bieselt. Ich gehe, ich stehe auf irgendwie. Meine Oma, die ist alt, weißt du, und die hat so ein Ding, dass man sie aus dem Bett raushilft. Das hat es mir gegeben, damit ich aus dem Bett rauskomme. So, dann gehe ich zum Bieseln, gehe zur Toilette und hab bieselt so und biesel. Und dann denke ich mir so, Alter, ich werde ohnmächtig, glaube ich. Ich muss schnell das, ich kann nicht einmal fertig bieseln, sondern ich muss jetzt einfach meinen Zipfel wieder einpacken schnell und einfach schnell umdrehen und zurück ins Bett gehen. Und dann gehe ich so und gehe und bevor ich zu meiner Zimmertür komme, bumm, haut es mir zusammen. Ja. Haut es mir einfach volle Kanne ohnmächtig zusammen und dann wache ich halt so auf wieder und dann ich so, oh, und stehe einfach so auf, weißt du, also so seitlich an so und stehe einfach wieder auf, obwohl ich gerade eben 3 Stunden vorher bin ich operiert worden. Und soll null Druck da drauf haben und so weiter. Also kannst du da wirklich, du kannst dich überhaupt keine Bauch. Kann man sich null bewegen. Überhaupt nicht. Dann das nächste, Alter, dann gibt mir meine Oma, die findet mich dann so. Und dann habe ich einen Unterzucker gehabt, auch noch in dem Moment und so. Und ich bin dann voll am Abkacken gewesen. Und dann gibt es mir was zum Trinken und die verschluckt mich, Alter. Hustenmessen. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde gleich ohnmächtig vor Schmerzen, wenn du dann husten oder Hatschi. Ja. Oh mein Gott, Alter. Warum denkst du, dass du einen Bauchnabelbruch gehabt hast? Ich hab den gekriegt doch, weil ich diese Scheibenwischerübung gemacht hab. Praktisch, wo es im Studio wo du die so hängst und dann quasi so mit dir. So, jetzt kommt meine Theorie, warum wir haben. Und das ist die Theorie, habe ich auch neu aufgestellt. Aber ich hätte was wir jetzt geschmatzt haben. Ich glaube, ich hab echt ein ziemlich hartes Essproblem gehabt. Vor Monaten oder letzten Jahren. Ja. What? Und ganz kurz, der Jan hat mir erzählt, der hat letztens so viel gegessen, dass er jetzt ein Hörnchen gekriegt hat. Das ist meine Theorie, warum es bei mir passiert ist. Ich glaube, dass ich mir das. So, ich glaube, dass das alles so angerissen ist, weil ich mir ab und zu immer nach mit meiner Essstörung, kann ich mir separat erzählen, habe ich mir so einen Reih gefressen, dass ich praktisch so einen richtigen fetten Blähbauch gehabt habe. Und dann hat das einfach das Gewebe nicht mehr standgehalten. Ja, dann, das ist ja immer der schwächste Punkt von der Geburt an. Und dann war das angerissen schon vielleicht. Und dann ist damals passiert, als ich in Vietnam war, im Studio und habe Crunches gemacht. Ja. Dann ist mir das Ding gerissen. Ja. Aber ich glaube, das war nicht der Auslöser. Ich glaube, das Auslöser war meine Fresserei mit der Essstörung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch nur ein Thema, da müssen wir mal drüber reden, weil Leute mit ihrem unteren Bereich vom Bauch immer Probleme haben, dass das so raussteht. Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass das einfach von diesen extremen Volumenessen kommt. Und zu viel. Dort eher die Theorie aufgestellt, weil ich habe immer so, ich hab seit Jahren. So ein bisschen so ein Kessel unten. Genau. Mit. Und ich kann es mir nicht erklären, was. Ich bin weder groß Fett unten, ich habe eigentlich keine Verdauungsprobleme nicht. Warum kommt das zustande? Da habe ich mir gedacht, weil das daher kommt, ich weiß jemanden anderen und der hat sich immer ultimativ einen reingefressen, der Typ. Und der hat dasselbe Problem. Und ich denke mir so, das hat es einfach über Jahre, hat es den Bereich da unten, deine ganzen Organe und so weiter, hat es einfach ausgedruckt und es hat es halt einfach. Die haben sie geweitet und der ganze, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie deine Organe weiten, aber einfach nur deine Bauchdecke in diesem Bereich hat sie über die Jahre quasi geweitet ein bisschen. Und deswegen druckt es jetzt mehr nach außen, deswegen haben wir halt dann probiert mit weniger Volumen essen, oder? Ja. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, der da, das war echt interessant, ob das so passieren kann. Die Frage ist, wer konnte so eine Frage beantworten, was die meinen? Ja. Das ist so eine spezielle Thematik. Wer konnte beantworten, ob du also einen Blähbauch hast oder Hörner gekriegt hast, du hast ihn überfressen. Also ich meine, wie sollte das jemand beantworten? Der Jan hat es gekriegt, deswegen habe ich den Beweis 3 Stockwerke über uns. Ja. Ja? Ja, also auf jeden Fall. Also Resümee ist, wenn du eine Güne hast vor der Pubertät, Scheiße. Es ist alles immer okay. Ihr könnt es echt auch alles immer probieren, mit Tamoxifen, Raloxifen und diese ganzen Medikamente, die es halt da gibt, um sowas vielleicht klein zu bekommen. Aber wenn es dich psychisch belastet und du das finanziell stemmen kannst, mach's weg. Naja, zur finanziellen Frage noch. Bei mir hat es damals kostet 1.100 Euro, beide Seiten. Bei mir hat es kostet 3.000 Euro und ich bin in fucking Thailand, Alter. Weißt du, was ich meine? Da sagst du zu mir, das ist alles nichts gut hier. Dabei habe ich wieder einen VIP-Doktor gehabt, Mann. Halt's mal. Und bisher kann man übrigens nicht sagen, dass das eine Fehlentscheidung war. Also bei mir weder Brust keine meiner Operationen, dass ich es jetzt nicht in Deutschland machen habe lassen, sondern in Thailand, bisher nicht bereut. Und bei mir auch jeder Arztbesuch, den ich gehabt habe, habe ich überhaupt nie bereut. Und weil, nur die letzte Sache nur, weil echt viel geschrieben haben, ja spinnt hier, das ist doch Abzocke mit diesen 480 Euro für ein Blutbild. Wir haben ja extra dazu gesagt im Video, dass sau viel Werte weit über dem regulären Messparameter hinausgehen. Man hätte für 150 Euro ein Blutbild bekommen. Ja. Aber jetzt sage ich dir eine Sache, wenn du die ganzen Werte anschauen lässt, die wo wir da checken haben lassen, dann zeig mir mal, was das in Deutschland kostet. Mindestens dasselbe. Ja. Das sind halt leider diese beschissenen Werte wie DHT, Prolaktin und den ganzen Shit, den wo eigentlich nie jemand wissen muss. Das musst du nicht alle drei, vier, das kommt ja darauf an, was du aktuell zu dir nimmst,
deine Hintergründe. So, oder weil wir jetzt zum Beispiel, wir wissen jetzt, wir müssen einen Wert nochmal was nachschauen lassen, deswegen gehen wir hin und gleichzeitig werde halt ich nochmal mein Östrogen nehmen lassen. Im selben Zug. Und das mit dem Pro-BNP, dieser Herzmarker, der erhöht war, sehen wir jetzt auch nicht problematisch, weil jetzt haben wir es endlich ins Krankenhaus geschafft und haben unser Herz checken lassen. Ja, jetzt frag die du mal, wann hast du das letzte Mal dein Herz checken lassen? Ja. Jetzt habt ihr aber ihr in Deutschland die Möglichkeit. Wann hast du das letzte Mal wirklich deine Blutwerte checken lassen? Weil das, nämlich, das ist nämlich, wie es am meisten aufregt, Leute, dem nehmen immer alle möglichen Medikamente ein und schauen da nie nach. Und dann schauen die immer erst nach, wenn es zu spät ist. Ja. Genauso wie, wir haben auch einen Kollegen, der hatte dann eine Problematik mit seinem Organ, weil der immer bevor er Blutbild gemacht hat, hat er 3-4 Tage gefastet, um einfach das Blutbild zu manipulieren, dass das natürlich dann am Tag X besser ausschaut, weil du natürlich gefastet hast und deine ganzen Leberwerte und Enzyme das natürlich alles runterbekommen hast. Und dann hat er die Analyse online gemacht, gell? Also, ja, das war genau. Und dann hat er immer online und dann immer halt gezeigt, wie gesund er ist. Aber auf der anderen Seite hat es halt dann gefickt irgendwo, weil du den nur selber anlügst. Man lügt sich ja immer nur selber an. Deswegen, es gibt nichts. Deswegen, wenn es ums Gesundheit geht, am Ende bist du derjenige, der abfuckt. Check's ab. Und das könnt ihr alles mit der Zeit jetzt. Check's ab. Jetzt fällt uns sicher noch nichts. Wisst ihr, Mann? Ja. Also, machst es. Genau, und wenn es wirklich ist, reiß die Busen auf. In 10 Tagen, ich bin nach 10 Tagen wieder umeinander gesprungen. Er ist nach 3 Wochen immer noch nicht umeinander gesprungen. Das ist wieder 50-50. Du musst natürlich positiv denken und dir jetzt denken, so, wenn ich das mache, dann wird das auch alles gut gehen. Ja, dann passt es doch. Und das ist wirklich, glaube ich, das A und O. Scheiß dir nichts, dann feilt dir nichts. Scheiß dir nichts, dann feilt dir nichts. Adios, Männer, amigos. Habe ich dir. Vierte Servus.